Also bemüht euch in dieser Zeit, wo wir nicht so gut trainiert sind, bestimmte Dinge auswendig zu lernen, also nicht nur den Koran, sondern auch viele andere Dinge im Kopf zu behalten, denn das, was ihr im Kopf habt, kann euch niemand wegnehmen. Assalamu alaikum, herzlich willkommen auf dem Kanal des Islamischen Jugendbundes. Ich möchte heute eine Geschichte aus dem Leben des Gelehrten Al-Ghazali teilen. Er war ein junger Mann, war in Tus geboren, im heutigen Persien, und ist nach Jurjan gereist und hat dort von verschiedenen Gelehrten verschiedene Dinge gelernt. Und nach 3 Jahren war er in einer Karawane unterwegs zurück in seine Heimat. Und plötzlich wurden sie von Räubern überfallen. Und sie haben ihm auch seine Sachen abgenommen. Aber seine Sachen bestanden nur aus Papier, aus Büchern, aus dem, was er gelernt hatte, aus dem, was er studiert hatte und all die Jahre niedergeschrieben hatte. Und er rannte dem Räuberhäuptling hinterher und flehte ihn an, bitte gib mir meine Sachen zurück, damit könnt ihr nichts anfangen. Er wusste, wie auch in der Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, dass viele Menschen Analphabeten waren, dass sie nicht lesen und schreiben konnten. Was sollten sie also mit seinen Büchern, mit seinen Schriften anfangen? Und der Räuberhäuptling fragte ihn, was ist denn das, was so wertvoll für dich ist? Und er sagte, das sind meine Bücher. Ich bin jahrelang weg gewesen und habe studiert und alles, was ich gelernt habe, befindet sich dort. Und der Räuberhäuptling gab ihm seine Tasche zurück und lachte ihn aus und sagte, ach, so einfach ist es also, jemandem sein ganzes Wissen zu nehmen? Lass dir von einem Analphabeten einen guten Rat geben. Lerne alles, was du studiert hast, auswendig, denn das, was du im Kopf hast, kann dir niemand nehmen. Und so beschloss sich Al-Ghazali, eine Lehre ziehend aus diesem Raubüberfall, alles, was er studierte, auswendig zu lernen. Nun, dazu müsst ihr wissen, früher war das so, weil die meisten Menschen Analphabeten waren und es so gut wie gar keine Bücher gab, weil die Papierherstellung so kompliziert und so teuer war, ein Buch war damals so wertvoll wie ein Auto heute, waren die Menschen viel besser darin trainiert, Dinge auswendig zu lernen, also sich etwas zu merken, wenn jemand eine Geschichte erzählt hat, sich die komplette Geschichte zu merken. Sie waren da damals viel aufmerksamer, was das Gehör anbetraf. Heute sind wir vielleicht viel aufmerksamer, was unsere Augen betreffen. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich kann jemandem meine Handynummer aufsagen, jemand, dessen Gehör darauf trainiert ist, zu verstehen, zu lernen, auswendig zu lernen, der wird sich die Nummer so merken. Aber heutzutage gibt es kaum Menschen, die sich das so einfach merken können. Vielmehr ist es so, dass wir dann sofort etwas rausholen und es niederschreiben müssen. Genauso ist es mit Namen. Wenn ich sage, ich heiße Ali Özgür Özdil, kann es sein, dass einige sofort die Buchstaben vor ihren Augen haben und andere das aufgeschrieben haben müssen, um zu sehen, wie wird der Name denn überhaupt geschrieben. Früher war das so in der Zeit des Propheten, viele Menschen waren Analphabeten, deswegen gab es sehr viele Sahaba, das heißt Prophetengefährten, die den Koran auswendig gelernt haben. Warum? Weil sie gar nicht lesen und schreiben konnten. Und das, was sie in ihrem Kopf hatten, konnte ihnen niemand wegnehmen, zerstören oder verfälschen. Ein Papier, wo jemand etwas draufschreibt, ja, das kann man vernichten, man kann es verbrennen, man kann es auch verfälschen. Wer zum Beispiel Arabisch lesen kann, der wird, wenn er die Suratul Fatiha, die erste Sura, auswendig kennt, ja, dort steht zum Beispiel Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Und wenn jemand zum Beispiel ein Vokal ändert, wo nicht Alhamdu, sondern Alhamda Lillahi steht, da würde jemand, der es auswendig kann, sofort erkennen, dass das falsch vokalisiert ist, weil er das daran misst, was er schon im Kopf hat. Aber jemand, der die Sure nicht auswendig kann, der nur lesen kann, der wird sie falsch lesen. Also bemüht euch in dieser Zeit, wo wir nicht so gut trainiert sind, bestimmte Dinge auswendig zu lernen, also nicht nur den Koran, sondern auch viele andere Dinge im Kopf zu behalten. Denn das, was ihr im Kopf habt, kann euch niemand wegnehmen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.